Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dragon Ball Xenoverse. Lange nichts gesehen, aber heute gab es, beziehungsweise gestern oder so, den GT-DLC-Pack Nummer 2. Und wir werden nun mit Spots reden und schauen, was uns als nächstes in der GT-Story erwartet. Ich habe auf dich gewartet, mein auserwählter Zeitsoldat. Du wirst diese Verzerrung der Geschichte für mich untersuchen, oder? Immerhin hast du bereits alle anderen Zeitpatrouillen abgeschlossen, oder nicht? Du solltest auch meine Aufträge erfüllen. Und, bist du bereit? Machst du diese Zeitpatrouille für mich? Natürlich! Hehe, viel Spaß! Ich spüre eine besonders böse Kraft. Diese Abnormalität wurde durch das Wurmloch geschaffen. Kein Fehler. Baby und Super 17 wurden schon vom Wurmloch verschlungen. In dieser Geschichte gibt es noch böse Shenlongs. Es sind mächtige Feinde, die aus negativer Energie der Dragon Balls entstanden sind. Bitte sei vorsichtig. Dann werden wir mal vorsichtig auf Patrouille gehen. Ice Shenlong und Nu war Shenlong. Na, komm her. Ich habe lange nicht gespielt. Muss erst mal ein bisschen wieder reinfuchsen. Was... Okay, wenn er sich erst mit Goku beschäftigen will. Ich bin Numa, Shenlong. Ich habe auf dich gewartet, Son Goku. Oh, fuck. Dann drücken wir mal was rein. Für die Blockpacknase alles weg. Aber ist ja nicht so, dass wir kein Ki haben. Komm her, Drache. Und? Kriegen wir ihn nochmal? Ja. Nee, irgendwie treffen wir ihn so. Sowas von überhaupt nie nicht. Tim, pan, boom, pam, pam. Bum, bum. Oh Gott. Komm her, du netter Drache. Ja, paralysiert, paralysiert. Hier, nimm den Ball. Ach, fuck. Ich kann nichts machen. Hab dich. Oder auch nicht. Du hast mich. Alles klar. Ich hab's verstanden. Ist gar nicht so kacke, der Drache als Gegner. Oder ich bin, glaube ich, auch voll raus, was das Kämpfen angeht. So. Getroffen, getroffen, sehr schön. Na, was los? Jetzt eilig. Noch einer. In blau. Hey, Pan. Okay, der hat schon mal ein bisschen mehr eingesteckt als andere von ihm. Okay, 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 ganz gut, ganz gut. Oh,
Japan steckt nicht so viel ein, wie ich sehe. Und treffen wir ihn? Ah. Natürlich nicht. Natürlich, der hat auch so einen Effekt, verdammt. Lass die Kleine in Ruhe, du blauer Drache. Haha, du Drecksau. Puh. So, ich glaube, jetzt bin ich auch wieder drin mit dem Kampf. Gedöns. Ach, 10 Uhr. Weiter geht's. Was erwartet uns noch in diesem netten zweiten Teil des GT-Packs? Alles klar! Wo ist der Dragon Ball? Dragon Ball entdeckt, Dragon Ball entdeckt. Wo? Hey, suchst du das hier? Na toll. Bleib zurück. Omega Shenlong ist das, oder? Super Shenlong, genau. Das ist Super Saiyajin 4 Vegeta. Ja, das wollte ich eigentlich nicht nehmen, aber irgendwie noch an das Digitalpad durch Final Fantasy gewöhnt. Na, gib weg! Wow! Was hat er denn jetzt da gemacht? Das war jetzt gerade auch nicht meine Absicht. Ich wollte eigentlich das auch nicht. Gut, dann laden wir nochmal Ki. Vegeta hält einiges aus, wie es aussieht. Na, friss! Nochmal, direkt hinterher. Bei dem wollen wir keine Fehler zulassen. Du wirst mich nicht besiegen, kleiner Drache. So. Abstand halten. Oh, Son Goku ist auch dabei. Okay. Shenlong. Okay. Okay. Juhu! Die kurze Hose. Ich würde mich auch gerne so weit verwandeln können. Oh, ich sehe gerade nichts, die Katze sitzt im Monitor. Die will ja nicht weggehen. Sucht sich gerade einen Weg in eine Richtung, aber geht diese Richtung nicht. Ja, ja, Katze. Dankeschön. Jetzt kümmern wir uns wieder um Super Shenlong. Und in die Rücken. Voller Energie. Und mehr Energie. Bumm. Na, komm schon. Boom. Boom. Let's do some fighty fighty stuff against this dragon. Gib mir Ki, gib mir Ki, gib mir Ki. Wo ist Gogeta eigentlich? Na, da hinten. Das ist irgendwie nicht so die Hilfe. Ausdauer regeneriert sich auch nicht so richtig. Und ausgewichen sein wird, wenn man ihn angriff.
meine ich mir wieder einfach mal vollkommen. Nee, doch nicht. Den Kleinen hat er noch eingesteckt. Und. Fuck. Gogeta, hilft mir doch irgendwie mal sinnvoll. Das war überhaupt keine Hilfe. Ach Gott. Warte auf uns um. Oh fuck. Nicht das Wurmloch. Hat uns das jetzt mitgefressen? Nein. Yay, Z-Rang. Ich verstehe das nicht, was da gesagt wird. Na, ich nichts Japanisch sprechen. Da haben wir gerade was zu trinken auf nebenbei. Ja, ich bin okay. Okay, Baby, Super 17 und Shenlong. Okay, mit den Energieangriffen konnten wir die Wurmlöcher zerstören, wenigstens etwas. Und Programm da jetzt doch wieder. Das zögert so ein bisschen. Ultimativer Teamkampf, besiege alle Gegner. Okay, das wird nicht so einfach. Dies. Ah. Ja gut, haben wir erstmal sehr gut gesagt. Aber. So, wenigstens haben wir irgendwas getroffen. Aua. Na, Shenlong, frisst das. Ach, der Püss. Affe. Autsch, hört doch auf, Mann. Okay. Na, ich muss die Scheißkapsel nehmen. Ach, Gogeta hat auch richtig auf den Sack bekommen schon inzwischen. Und du auch nochmal. Und da nochmal hin. Einfach alles raus, ballern! Nimm das hier! Und nimm das auch noch hinterher. Komm, einmal kann ich noch. Ich wollte mich vorher noch verwandeln, verdammt.
倒して、それからどうする？またドラゴンボールを使うつもりか？おっと、おっと、mein Kopf, mein Kopf, mein Kopf, mein Kopf, ich sehe nichts. この愚か者どもめ。なんだ、シェンロン。ドラゴンボールに対して戦略を使用だな。Alle gegen mich. Ich kann. Bitte, 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 bitte. Nein. Okay. Nimm, 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 nimm. Okay. Okay, nur noch ein Gegner. Nur noch ein Gegner. Ich bin höchst konzentriert. Und ich habe nichts mehr zum Heilen. Angriff noch weggeblockt, verdammt. Bleib bloß da unten liegen. Was ist noch Baby da hinten eigentlich? Okay, 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 okay. Ja, du bist der stärkste Krieger, aber ich verprügel dich jetzt trotzdem einfach nur, weil ich es kann. Stück Metall-Cyborg-Roboter-Ding. Okay, 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 die haben wir ausgewiesen, sehr schön. Müssen wir nur noch töten, nur noch töten, nur noch töten. Nur noch heilen, nur noch heilen, nur noch nicht heilen, denn hier Kiesel. So, rauf damit. Müssen wir uns nur noch um die Kackbacke hier kümmern. Das war der Affe, der keinen Schaden nimmt. Super. Aber wenigstens ist es nur ein dummer Affe, der hier rumhüpft. Jetzt habe ich nur den Berg getroffen, oder? Na klar. Komm schon, Baby, friss mein scheiß Kamiamia. Das ist eine erogene Zone, oder? Ah, wie war das Packen? Oh Gott, haben wir gerade noch so geschafft. L1 und Kreis. Oh, 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 oh. Macht er ja auch noch irgendwie so Energie-Action. Fuck, 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 fuck. So, jetzt müssen wir uns irgendwie mal Baby so ein bisschen. Na, friss doch mal hier ein bisschen Schaden in dich rein. Kann doch nicht so schwierig sein zu sterben, du Affe.
Hälfte geschafft. Nein. Oh Gott. Ich hatte echt Sorgen gerade. Nimm doch mal ein Ende dein Leben. Wieso hast du eigentlich so viel Ausdauer, Mann? Oh, oh. Nein! Fuck! Nicht gut. Okay. Das war's leider heute von der Episode Dragon Ball Xenoverse. Fuck, ich dachte, wir schaffen es doch, ihn zu besiegen. Aber leider nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, den ersten Einblick ins im zweiten Teil des GT-Packs von Dragon Ball Xenoverse. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich morgen wieder im Teil 2. Und dann versuchen wir die drei nochmal auf elegante Art und Weise zu besiegen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und haut rein. Ciao.